Da ist ein Fischsymbol. Ah, das ist ein Händler. Eine Angel. Ist aber ganz schön teuer. Ich angel mal. Mal gucken, was damit so geht. Kann ich denn eine Angel und so aus? Geil. Hä? Angeln da. Okay. Zweimal große Fischstückchen, Neonqualle. Komm, Fischi, Fischi, Fischi. Put, 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 put. Hey. Blauflammenbarsch. Okay, ich habe es aber noch nicht ganz verstanden mit diesen Richtungen, muss ich sagen. Neuer Rekord. Ah, viel zu weit wieder. Ich glaube, jeder Angelspot hat eine bestimmte Anzahl an Fische. Ah, jetzt habe ich es verstanden mit der Richtung, glaube ich. Hallo? Komm, put, 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 put. Der kommt, der eine, oder? Ja. Los, beiß an, Junge. Hier, guck mal. Lecker, 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 lecker. Na? Komm, 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 komm. Okay, kein Bock anscheinend. Ja, nice. Hui. Kommst du? Jawohl. Yes. Und da muss doch irgendein Seltener oder so dabei sein. Komm. Ja. Guck mal. Lecker, lecker, lecker. Yes. Ach, egal. Du. In Dungeons gibt es dann auch solche Dinger. Da erinnere ich mich dran. Bei dem ersten Spiel von denen. Schwarze Male. So. Hallo, ich möchte. Hä? Gegenstände verkaufen. Gerne Fisch verkaufen. Okay, dann nicht. Da ist eine Truhe. Gehen wir da mal lang. Oder auch nicht. Weil wir da nicht lang können. Wo geht's denn? Ebbemarkt.
Komm, egal. Gehen wir mal hin. Ah ja, eine Truhe. Und ein Händler. Guten Tag. Der Sammler. Spezialwährung schwarze Male, okay. Artefakte eintauschen, Fische beim Fischhändler. Ja, aber geht der nicht? Keine schwarzen Male. Hm. Hm. Jetzt gehen wir Leuchtturm. Zum Leuchtturm, weil da eine Truhe ist. Okay. Ja, da, wir müssen Richtung Flottenstraßen, aber hier sind halt noch Sachen. Aber keine Truhe mehr. Okay. Ah, okay. Große Brücke. Ich finde, es sieht. Das Spiel ist echt hübsch. Also mir gefällt der Grafikstil und so. Echt geil. Braucht keine AAA-Grafik ohne Witz. Gerüchte. Ah. Nebenquests. Dieses riesige Schiff dort drüben. Okay. Okay. Scheiße, da hinten war noch was. Regionskarte. Regionskarte und alle bekannten Bezirke. Okay. Schnellreisepunkte, okay. Hafendocks Tunnel, Schlachterhafen, Fortune Anwesen, Burugrotte. Okay. Was ist da? Hm. Ist das? Händlern. Okay. Hm. Okay. Kaufen wir was? Steht das, für wen das ist? Robuster Schild, Götze. Kann man sich das... Ah. Okay, sie hat aber schon betäubender Schlag. Kaufen das Schild mal... Nee, kaufen wir nicht, weil wir viel zu... Kein Geld. Egal. Brauchen gerade noch nichts kaufen. Was ist hier? Ein Mann mit Brille wühlt und blättert sich durch mehrere Papierstapel. In einem Arm hält er ein Register, das er regelmäßig zu Rate zieht, während er die Worte auf den Blättern vor ihm studiert. Er blickt auf. Was haben wir denn hier? Ein Champion in Spe, was? Willst du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen? Dann bist du am richtigen Ort. Vor dir steht die Anschlagtafel von Bilgewasser und ich, Hugo, bin ihr Verwalter. Was ist das? Wurde nicht schon alles gesagt? Sie ist der Grund und die Lösung für viele der Probleme hier in der Gegend. In Bilgewasser gibt es keine zweite Chance, zumindest was die Anschlagtafel angeht. Wirklich jeder kann mit einem Namen und einem Geldbetrag herkommen. Der Name landet auf der Tafel und wer immer die fragliche Person aus dem Verkehr zieht, bekommt das Geld. So einfach ist das. Das wirklich Interessante passiert, nachdem der Name auf der Tafel erscheint, bevor er wieder verschwindet. Wie lange machst du das? Okay. Bla bla bla. Okay. Kommt zur Anschlagtafel. Okay, das sind quasi Attentate, die man machen muss. Kopf oder Kopfgelder, ja.
Okay. Okay, Malik. Kopfgeld wurde deiner Missionsliste hinzugefügt. Okay. Alles klar. Was ist da? Was ist das eigentlich? Gondelnetz. Hier ist irgendeine Quest. Ist das ein Kampf? Hey, lass den Mann in Ruhe! Das sieht nicht wie die Tat eines umherirrenden Verrückten aus. Das war eine wohlüberlegte Tat, vielleicht um ein Exempel zu statuieren. Da scheinen die Pulverfässer dahinter zu stecken. Ich habe sie gestern hier vorbeikommen sehen und sie schienen mies gelaunt zu sein. Mein Bruder. Okay. Mit Owen im Hafen springen. Schrecklich, schrecklich, murmelt ein Mann vor sich hin, als er seinen verstorbenen Bruder betrachtet. Schrecklich, was für ein Schicksalsschlag. Was ist hier passiert? Nun ja, das ist hier die Frage, nicht? Ein Mann kann in aller Öffentlichkeit aufgeschlitzt werden, sogar direkt vor dem Gefängnis, und dennoch traut sich kein einziger Zeuge was zu sagen. Oh boy. Er schaut allen um ihn herum ins Gesicht. Wer bist du? Ich bin Owen, mein Bruder dort drüben heißt Alex. Wir sind Hafenarbeiter, aber letzte Nacht ist Alex nicht mehr ins Gasthaus zurückgekehrt. Jetzt ist er hier, tot. Er ist selber schuld, wenn er sich da draußen herumtreibt. Wer hätte denn mit sowas gerechnet? Bilgewasser ist nicht sicher, aber ich hätte nie gedacht, dass es so schlimm kommt. Wer hätte so etwas tun können? Vielleicht wurde er mit jemandem verwechselt. Sein Geld wurde ihm nicht abgenommen, also kann es kein Raubüberfall gewesen sein. Die Leute sprechen von Bandenaktivitäten in Bilgewasser, aber ich will nicht herumschnüffeln und für ein Mitglied einer rivalisierenden Bande gehalten werden. Du siehst wie ein Auswärtiger aus. Vielleicht erwartet man von deinesgleichen am wenigsten, Mitglied einer Bande zu sein. Bitte höre dich an meiner Stelle mal um. Ich will doch nur wissen, wie das passiert ist. Ich habe etwas Geld. Okay, machen wir. Also eine Ahnung. Okay. Können wir hier irgendwie mit irgendwem reden? Nö. Wo geht's dahin? Fluteinfriedung. Da hinten geht's weiter. Wie läuft dein Tag so? Sagt ein Mann, der gegen einen Pfosten lehnt. Bist du Lenny? Ja, das wäre dann ich. Was auch immer du gehört hast, es stimmt nicht. Hey. Wenn ich dir helfen kann, ich bin ganz auf. Oh, weißt du etwas über den Mord an Alex, dem Hafenarbeiter? Alex? Oh, er hält inne und grübelt einen Moment. Nein, ich kenne keinen Alex. Ein Mord, sagst du? Ist klar. Du klangst so, als wolltest du etwas sagen. Ach ja, ich lag wohl falsch. Beim Sprechen wirft er einen heimlichen Blick auf den Straßenverkäufer in der Nähe. Warum hast du zu dem Straßenverkäufer gesehen? Lenny lehnt sich hinüber und senkt die Stimme. Hör mal, ich wollte nichts sagen, aber ja. Ich habe es gesehen. Der Typ da ist Barry. Der Mann ist durch und durch ein Schlachter. Also, was glaubst du, wird passieren, wenn ich dem alten, unschuldigen Owen erzähle, dass Barry seinen Bruder abgeschlachtet hat? Owen würde sich in seinem Kopf Ruhmesvisionen ausmalen und direkt in Barrys Messer laufen. Dann wären beide Brüder tot. Owen sollte die Wahrheit erfahren. Sie müssen nicht beide sterben. Alex Glückssträhne ist vorbei, doch das bedeutet nicht, dass Owen ihm folgen muss. Danke, Lenny. Okay, wir müssen was anderes auswählen. Oder nicht? Okay. Laufen wir mal als Braum rum. Hä? What? Nein, ich will nicht mit dem reden. Weißt du etwas über den Mord an Alex, dem Hafenarbeiter? Oh, das war es also. Ich habe da drüben eine Aufruhr gesehen. Ein Mord, sagst du? Wie tragisch. Ich hoffe, seiner Familie geht's gut. Das heißt, du hast Alex getötet. Wut verzerrt seine Gesichtszüge, wird dann jedoch durch ein breites Grinsen ersetzt. Nun, die Leute hier haben eine lebhafte Fantasie, oder? Ich habe noch nie einen Alex getroffen, also ergibt es keinen Sinn, sagt er. Er wird wieder grimmig. Jetzt hör auf, hier Lügen zu verbreiten, sonst passiert noch was Schlimmes. Wer bist du? Ich bin Barry. Okay, den Vogelkäfig genauer ansehen.
Der Vogel in dem Käfig sieht extrem gestresst aus. Er verliert eine Menge Federn und immer, wenn der Verkäufer zu nah an den Käfig kommt, hackt der Vogel auf ihn ein. Was ist mit dem Vogel los? Oh, der hier? Bin auf der Straße gefunden. Er sah krank aus. Bla bla bla. Der Vogel scheint Angst vor ihm zu haben. Ja. Können wir jetzt doch nicht... Können wir nicht mehr mit ihm reden hier, oder was? Dann nochmal mit Owen sprechen. Hast du eine Ahnung? Deiner Boss Darren. Im Süden an der Werft. Ja, im Süden an der Werft. Ah ja, ein Leuchtturm. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Gucken, ob Lenny gelogen hat. Wo? Du? Bist du Darren? Das bin ich. Und wer bist du? Ilaoi. Eine Krankenpriesterin? Wir haben unterschiedliche Namen für die bärtige Dame, aber ich schätze, wir meinen die gleiche. Nie von dir gehört, aber du hast von mir gehört. Was suchst du hier? Sagt er. Er ist der Griesram in Person. Weißt du etwas über den Mord an Alex, dem Hafenarbeiter? Alex. Sagt mir nichts. Ich kenne nicht einmal die Namen meiner Mitarbeiter, also bin ich vielleicht nicht die beste Anlaufstelle für solche Fragen. Er wurde tot aufgefunden. Hast du eine Ahnung, was ihm zugestoßen sein könnte? Vielleicht war es eine Art Aufnahmeritual für eine Bande. Etwas läuft schief, die Gemüter kochen über und schwupp, schon wird jemand verletzt. Sowas passiert ständig, so sehe ich das, sagt Darren. Danke, Darren. Mach dir selbst einen Reim drauf, ich muss mich um andere klingeln. Okay. Ja gut, ist dann nur der Typ da. Der Händler oder was? Weiß, wer es getan hat. Ah, nur wir sagen die Wahrheit. Alex hat sich an einem Stand in der Nähe mit dem Verkäufer Barry gestritten. Er hat sich wohl einfach mit dem Falschen angelegt. Er war schon immer ein Hitzkopf. Ich habe ihn gewarnt, schon damals, als wir noch Kinder waren. Er hat nie verstanden, dass er nicht einfach im Recht war, nur weil er wütend war. Er sieht wie ein geschlagener Mann aus. Er kann kaum einer anderen Person in die Augen sehen. Nun ja, ich schätze, ich muss dir danken. Auch wenn ich mich dadurch nicht besser fühle. Vielleicht werde ich besser schlafen, da ich nun weiß, was passiert ist. Ich glaube, das gehört dir. Okay. Was wirst du jetzt tun? Mach nichts Dummes. Okay. Tschüss. Jetzt geht's zu Sarah Fortune. Ich mach mal die... Ach, scheiße. Musik lauter. Die wollen Stress oder was? Hä? Kostet dich was? Ganz bestimmt nicht. Wenn du uns nicht vorbeilässt, gibt's Ärger. Bist ein Unruhestifter, was? Das geht klar. Ich weiß, wie man mit so jemandem umgeht. Okay. Klar. Okay. Hassbonus. Geil. Weder eine Gefahr noch eine Gefälligkeit vorhanden ist. Okay. Zufallsbereich. Können allen Kämpfern Vorteile verschaffen, okay. Was kannst du denn? 25 Schaden. Bringt sämtlichen Elitinnen Schaden. Zieht 3 Runden lang Angriffe auf sich. Verursacht magischen Schaden, stößt das Ziel zurück. Gewährt allen Verbündeten einen Schild, der jeweils 40 Schaden hat. Führt allen Gegnern 46 Schaden zu. Wir ziehen mal alles auf uns. What? Okay. Dann verringern wir den erlittenen Schaden.
Was ist... Ach so, zieht Angriff auf sich, yo. Nee, da, wir kommen damit nicht... Kommen mit ihr da nicht hin, schade. Gut, dann hauen wir halt drauf. Ach Gott. Aua! Die haben ein Schild. Ja. So. Du. Haust einfach nochmal drauf. Yes. Hastbereich. Geilo. Aua. Komm, wir killen die jetzt einfach. Ey. Okay, warum? Chance von 25% Angriffen aus der normalen und der Schadenslane auszuweichen. Oh, okay. I see. Mal so, damit wir im Hastbereich wieder sind. Wir heilen ihn jetzt. Ja, sind wir auch im Hastbereich. Bam! Heilin! Nice. 5 Tentakel. Okay, ah, wir sehen, was die machen, alles klar. Greifen wir ihn an. Bumm. Alter. Komm. Nächste Runde ist er tot, durch die Tentakel wahrscheinlich. Alter. So. Er ist nicht tot. Schneller heilen. Danke. Chrom will help you next time. Bam. Ha, well done. Und tschüss. Tentakel los! Geil. Okay, Rohstoffe. Sind nicht alle auf der gleichen Stufe, okay. Ah, Aufwertungen Klasse 2 können wir jetzt damit nehmen, alles klar. Ja, ihr Lappen. Ah ne, hier die noch nicht. Ach so. Heilt um 30% des verursachten Schadens. Heilt ein Ziel. Er braucht einen Tentakel und versucht zu... verringert Mana-Kosten. Verringert Mana-Kosten. Heilt jedes Ziel zusätzlich um 5.
Das mal. Braum. Was ist deine Passive? Wen Braum eine Fähigkeit ausführt, verringert er sämtlichen erlittenen Schaden. So. Mit allen Schaden. Nee. Generiert eine Überladung pro Angriff, den er auf sich zieht. Ja, das ist gut, glaube ich. Das ist ganz gut. Mehr Mana quasi. Das war's schon mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt doch mal meine anderen Kanäle ab. Hier. Und überlegt euch ein Abo und ein Like dazulassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.